Hey Leute, ich bin's, Mac Peverick. Ja, meine Zimmerpalme sieht hier wirklich nicht gut aus. Das hier ist eine Zitraspalme oder auch Palmfarn genannt. Warum sieht die nicht gut aus? So eine Palmen hier oder Pflanzen, die brauchen halt sehr, sehr viel Licht und meine hat halt nicht viel Licht abbekommen. Das lag daran, die Pflanze piekt und ja, die hat unser Kind geärgert und dann musste sie halt leider im Keller überwintern und sieht jetzt so aus. Kann aber auch oft sein, dass eure Palme in der Wohnung auch nicht genug Licht bekommt und so aussieht. Und dann möchte ich euch jetzt zeigen, was ihr machen könnt, damit die Palme wieder richtig schön aussieht und ihr daran länger Freude habt. Ja, zugegeben sieht diese Palme wirklich so aus, als wenn sie abgestorben wäre. Die Blätter sind hier total vertrocknet, gelb. Aber diese Pflanzen sind wirklich sehr, sehr widerstandsfähig. Und ich hatte den Fall schon mal bei einer anderen Palme und die habe ich auch wieder hinbekommen. Und zwar müsst ihr eins machen, das erste habe ich schon mal gemacht. Ich habe sie nach draußen gestellt, weil die brauchen halt ja wirklich die frische Luft und auch das Licht. Und stellt sie aber bitte, wenn sie ja diesen Zustand erreicht hat, erstmal im Schatten. Und dann nehmt ihr eine Schere und es ist jetzt hart, aber da müsst ihr durch. Ihr schneidet erstmal alle Blätter ab. So, die Blätter sind jetzt ab. Jetzt hat die Pflanze genügend Kraft oder auch Reserven, um sie in die neue Blattbildung zu investieren, weil sie wird jetzt nicht mehr versuchen, diese zum großen Teil schon abgestorbenen Blätter zu versorgen. Das Ganze dauert natürlich. Ihr müsst sie jetzt draußen stehen lassen, im Schatten. Ganz wichtig ist auch, dass ihr sie regelmäßig gießt. Sie braucht jetzt ein bisschen mehr Wasser als sonst ursprünglich. Also die Erde sollte immer leicht feucht sein und immer hier von oben so ein bisschen gießen. Circa alle 2 bis 3 Tage und ja, da müsst ihr jetzt circa 8 Wochen Geduld haben, die hier schön im Schatten stehen lassen und dann sollte sich mit etwas Glück doch eine neue Palme bilden. So, und hier könnt ihr bereits sehen, dass leicht neues Blattwerk entsteht. Es hat ein bisschen länger gedauert als 8 Wochen. Wir haben jetzt den 28. August. Ich habe am 8.6. damit angefangen. Und jetzt bildet sich hier, wie gesagt, das neue Blattwerk. Ich habe das Ganze im Sommer gemacht, da geht das am besten. Die Pflanze schattig stellen, gut Wasser geben und dann entwickelt sich sowas. Ja, ich hoffe, dass euch diese Anleitung gefallen hat. Meine Palme ist wieder gerettet, wird jetzt weiter wachsen. Gebt mir einen Daumen nach oben, hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Peverick.